Mahlzeit, hier ist wieder der Schattennaseweiß mit dem nächsten Was wollen wir trinken Video. Heute habe ich meine Fanta Fruit Twist. Oder hier ein bisschen größer, Fruit Twist. Die kommt relativ eindeutig aus England. Merkmal allein schon daran, dass da oben 65 Pence draufsteht. Merkmal aber auch daran, dass das im Gegensatz zu der Apfelfanta, die die für Amerika typischen Zutaten enthält, wie dieses Glucose-Fructose-Sirup, haben wir hier nämlich wieder Zucker reduziert mit Süßstoff. Was zur Folge hat, dass da ein bisschen weniger Kalorien drin sind, aber auch, wie viele verschiedene Süßstoffe sind da drin? Acesulfam K und Aspartam, also nur zwei, das geht ja noch. Ja, Zutaten sind Wasser, Kohlensäure, Zucker, Meerfruchtsaft, Konzentrat 4,4%, Orange 3,4%, Pfirsich 0,5%, Apfel 0,4% und Maracuja 0,1%. Dann hat übliche Zitronensäure, Apfelsäure, Kaliumsorbat, Sorbat als Konservierungsstoff, Gemüse- und Pflanzenkonzentrate, Karotte, Distel, okay. Die Süßstoffe, natürliches Aroma, Glycerinester von Wurzelharz, und Guacamole, also nix, was man nicht in der Limo erwarten würde. Ja, leider müssen wir mittlerweile hier in Europa auch immer den scheiß Süßstoff erwarten. Aber von der Grundzusammensetzung her und vom Grundgeruch her, ist das eine Fruchtkombination, die mich auf jeden Fall anspricht, deswegen... Ja, man riecht den Pfirsich raus. Wobei ich mich jetzt frage, so der erste Eindruck, was unterscheidet jetzt die Fanta hier, Fruit Twist, von der Fanta Exotic, die dann in Holland und ich glaube in Dänemark gibt die. Schmeckt auch ein bisschen wie der eine Monster Energy Drink. Ist also auch wieder lecker. Ja, ich müsste die jetzt tatsächlich mal nebeneinander mit dem mit der Fanta Exotic probieren und gucken, ob das wirklich ein Unterschied ist oder ob die einfach nur in Holland Exotic heißt und in England Fruit Twist. Kann ja sein, dass Exotic da jetzt mittlerweile auch wieder offensive ist. Weil ich glaube, in Amerika ist das mittlerweile offensive. Aber nee, das ist genau das, was ich eigentlich mag. Ich mag das sogar so gern, dass ich jetzt das Wasser, das Glas leer trinke, bevor ich jetzt das Endfazit mache. Also die Fanta Fruit Twist aus England kriegt auf jeden Fall einen Daumen hoch. Nicht, dass das jetzt irgendwas besonders Außergewöhnliches ist, aber das ist genau die Kombination, die ich halt gern mache. Deswegen Daumen hoch dafür. Könnte man auch wieder in Deutschland anbieten, tun sie aber nicht, warum auch immer. Ja, die Videos, die sind in Deutschland angeboten von mir. Deswegen, wenn das so bleiben soll, macht gerne einen Daumen hoch. Lasst auch gerne ein Abo da. Und ich sag dann mal bis beim nächsten Mal.